Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geschwätzblitz. Inzwischen bin ich auch schon ein alter Hase, habe schon viele Partien gespielt. Ja, wobei ich eigentlich glaube, dass die meisten davon nicht genommen werden, weil ich immer so, ja, untergegangen bin, kann man es sagen, beziehungsweise Damen einstelle, etc. Aber es gibt ja immer noch einen neuen Versuch und deswegen werde ich mich frohgemut in die nächste Partie stürzen. Schauen wir mal, wer in der Playzone alles online ist und gegen mich antreten möchte. Die Regeln wie gehabt: Spielen 3 Minuten, nebenbei reden. Inzwischen hab ich auch schon ein bisschen Erfahrung drin und merke, dass ich häufig vergesse zu ziehen, nachdem ich die Züge schon angesagt habe. Aber das dann auf dem Brett nochmal auszuführen, ist dann immer noch ein Schritt, den man auch nicht vergessen darf. Ja, bis jetzt hatten wir eigentlich immer Glück und es kam gleich ein Gegner. Inzwischen sieht es auch so aus, als ob wir jemanden gefunden haben. Schon wieder schwarz, das kann doch hier nicht angehen. Diesmal aber D4. Ich spiele Königsindisch, wenn man mich lässt. Das spiele ich total gerne, weil das meistens eine. Oh, das zum Thema, wenn man mich lässt. Weil es eine sehr aggressive Eröffnung ist, wollte ich sagen. Gut, jetzt hier eben kein Königsindisch. Trompowski heißt das, ne? Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr. Ja, ich glaube, H6 spielt man und dann nimmt man mit der Dame auf F6. Und da bin ich auch schon wieder out of book. Ja. Weiß hat natürlich schön das Zentrum besetzen können. Ich nicht. Dafür muss ich jetzt anders punkten. Aber das ist immer so blöd, wenn man in solchen Varianten die Theorie nicht kennt. Naja, gut, Entwicklung kann ja eigentlich nicht schaden. Ich glaube, Weiß will versuchen, lange Rochade zu machen. Und ja, ich spiele einfach mal G5. Ich glaube, den spielt man irgendwann, um den Läufer nach G7 zu entwickeln. Und dann kann Schwarz sich entscheiden, ob er noch kurz rochiert, wobei das meistens eher weniger anzuraten ist, wenn man schon G5 gespielt hat oder eben auch lange Rochade macht. Ja, ich entwickle erstmal meinen Läufer nach G7. Jetzt hängt vielleicht auch irgendwann mal der D4. Gut, hat er gesehen. Dann lange Rochade. Ja, Weiß hat immer noch das Zentrum natürlich. Ich versuche das dann irgendwann mal anzugreifen mit einem Bauernvorstoß, entweder E5 oder D5. Ja, meine Dame steht, glaube ich, ein bisschen. Wobei, wenn ich die nach E7 stelle, dann steht sie auch nicht so gut, weil dann steht sie so in der E-Linie drin. Deswegen eher nach G6. Ja, und dann, ich habe mich inzwischen noch nicht entschieden, welchen Bauernvorstoß ich machen möchte. Vielleicht warte ich auch einfach, was Weiß so vorhat und versuche erstmal meine Türme irgendwie auf die Linien zu bringen, auf die Zentrumslinien. Eigentlich immer ein ganz guter Plan, wenn man nicht weiß, was man machen soll. Und siehst du, jetzt hat Weiß sich schon entschieden, worüber ich mich eigentlich ein bisschen freue, weil jetzt meine Läuferdiagonale aufgeht. Ich kann mich gerade noch nicht entscheiden, ob ich rausnehmen soll oder nicht. Ja, ich nehme mal lieber nicht raus. Und ja, jetzt ist mein Läufer hier auf G7, gefällt mir eigentlich ganz gut. Im Moment kann ich das noch nicht so ausnutzen, weil der Springer da so steht. König B8. Ja, kann eigentlich auch nicht schaden, den König mal noch ein bisschen weiter an den Rand zu bringen. Ja, ich glaube, in den nächsten Zügen muss ich meinen Plan finden. Entweder auf D5 nehmen oder vielleicht irgendwann mal mit F5 zu spielen. Allerdings hängt dann immer so ein bisschen der E6. Gut, ich nehme jetzt einfach mal raus. Und ja, jetzt muss Weiß sich entscheiden, ob er mit dem E-Bauern wieder schlägt oder mit dem Springer. Jetzt dachte ich eigentlich, hängt der E4. Okay, ich denke es immer noch, deswegen nehme ich den jetzt einfach mal raus. Ist ja durch die Dame gedeckt. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht irgendwie auf C7 mal was übersehe, aber gut, der Springer geht auch gleich weg. Jetzt könnte ich Dame schlägt D4 machen, aber eigentlich will ich meinen Läuferpaar nicht aufgeben. Boah, gehe ich erstmal auf die Linie, mal schauen, wie es mit der Zeit aussieht. Okay, 1:20, jetzt wird langsam Zeit, ein bisschen schneller zu spielen. Ich habe immerhin schön das Läuferpaar, kann es im Moment zwar noch nicht so richtig ausnutzen. Dann kommt der Springer nach F5, das will ich eigentlich nicht, deswegen verhindere ich das mal. Natürlich immer gerade im Blitz sehr unangenehm gegen Springer zu spielen, weil man da häufig mal irgendwelche Gabeln übersieht. Ach man, das ist immer noch keine gute Idee wegen Springer F3. Na, jetzt doch mal ein König irgendwie. Im Endspiel soll man ja immer König aktivieren, habe ich mal gelernt. Ja, ich habe noch so ein bisschen Probleme mit beiden Figuren. Ich weiß nicht, wie ich die hinstellen soll. F5 ist an sich, glaube ich, eine ganz gute Idee, um einfach ein bisschen Raum zu gewinnen. Und ja, wie gesagt, jetzt ist eigentlich mein Hauptziel, schneller zu spielen, keine Gabel zu übersehen und dann
das Läuferpaar auszunutzen. Und mal schauen, wie ich das meistern werde. Ich bin ja hier auch noch gehandicapt, dass ich die ganze Zeit labern muss. Wobei das eigentlich auch ganz spaßig ist, muss ich zugeben. Also, man merkt dann irgendwann, dass man nur noch Schwachsinn redet. Und das ist eigentlich auch ganz unterhaltsam. Ich hoffe auch für euch und nicht nur für mich. So, hier, Weiß findet auch keinen Plan, genauso wie ich. Leider habe ich weniger Zeit, deswegen muss Weiß auch gar keinen Plan finden, sondern nur ich. Oh, jetzt habe ich was gewonnen, glaube ich. Juhu. Wobei das meistens dann auch nicht so viel bringt, wenn man keine Zeit mehr hat. Jetzt ist Plan, alles abzutauschen, macht er leider nicht mit. Schade, schade. Okay. Langsam kommt man in die Zeit, wo Pre-Moves angebracht wären. Aber ich traue mich immer nicht, weil ich dann denke, dann stelle ich gleich irgendwas ein. Mal gucken. Zumal, wenn Weiß dann irgendwann merkt, dass ich nur noch Pre-Moves mache, dann nutzt er das natürlich auch schamlos aus. Okay, jetzt hätte ich den Springer auf C2 schlagen können. Weil es ist, glaube ich, ganz gut, ein bisschen Material abzutauschen. Habe ich leider verpasst. Gut, dafür stehen die Springer jetzt auch denkbar ungünstig dort. Und juhu, ich habe was tauschen können. Wäre jetzt in einer normalen Partie wahrscheinlich nicht das Nonplusultra, den guten Läufer gegen den Springer zu tauschen, aber in einer Blitzpartie und jetzt sehe ich, dass ich keine Zeit mehr habe. Okay. Oh, schade, jetzt hätte ich auch noch eins weitergehen können. Das muss ich, glaube ich, einfach nur schnell spielen. Oh. Und das passiert natürlich. Ah, scheiße. Schach. Gut, da will mein Turm nicht nehmen, aber ich glaube, ich verliere eh gleich auf Zeit. Leider, leider. Okay, Pre-Move. Kommt man aber meistens dann auch nicht so weit mit. Weil irgendwann macht der Gegner dann doch mal einen überraschenden Zug und dann klappt das nicht mehr. Aber ich habe jetzt. Oh, ich habe auf Zeit gewonnen. Juhu! Das habe ich gar nicht gemerkt, dass mein Gegner auch keine Zeit mehr hat. Siehst du, man ist dann irgendwie schon so im Fokus und versucht nur noch irgendwelche Züge zu machen, nichts mehr einzustellen, dass man gar nicht mehr mitkriegt, was sonst noch so passiert. Ja, ich habe gewonnen. Ja, was kann man sonst noch so zur Partie sagen? Mir immer daran erinnern, was wir überhaupt gespielt haben. Ich war schwarz, das weiß ich noch, weil ich irgendwie komischerweise hier meistens schwarz habe. Er hat mir kein Königsindisch gegönnt, sondern stattdessen mit Trompowski gespielt. Eröffnung, naja, weiß ich nicht, ist glaube ich nicht so genial für mich gelaufen, aber auch nicht so schlecht. Bin immer froh, wenn ich die Eröffnung überlebe, besonders mit Schwarz. Ja, und dann irgendwann. Ah, Bauer gewonnen, Läuferpaar. Naja, souverän kann man das jetzt nicht nennen. Aber ich glaube, eine ganz normale Blitzpartie, wo es einfach dann am Ende nur noch auf die Zeit drauf ankommt. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich euch auch mal hier in der Playzone treffe und dann können wir vielleicht auch mal gegeneinander spielen.